Ich kann es nicht mehr sagen, worum es eigentlich ging. Ich kann mich nur erinnern, dass da plötzlich jemand hing. Man hatte ihm die Nase ins Gesicht hineingedrückt. Und als ich die Grimasse sah, dachte ich, ich werd verrückt. Die Beine waren aufgeschlitzt, das Fleisch herausgequollen. Die Füße waren angeritzt, durch Schläge aufgeschwollen. Als ich diesen Körper sah, der jetzt reichlich deformiert, da wurde mir erst klar, dass dieser Mann schon längst krepiert. Jede Hilfe wär jetzt sinnlos, sagte ich so zu mir. Sicher tötete ihn eine Bestie, irgend so ein wildes Tier. Als ich längst schon gegangen, kamen mir doch Zweifel auf. Denn wie konnte ein Tier es schaffen, einen Mann so hoch hinauf? In die Äste dort zu winden, dann die Schlinge ganz gekonnt, um den Hals noch zu binden, auf dass er sich im Baumeln sonnt. Dennoch ließ ich den Gedanken, dass ein Mensch so etwas tut, weit von mir und in die Schranken, denn man sagt, der Mensch sei gut. Später wurde ich durch die Zeitung eines Besseren belehrt, und nun musste ich erkennen, dass mein Verdacht nicht ganz verkehrt. Anzunehmen, dass es Tiere waren, die diese Tat vollbracht, doch dass es Bestien gibt in Menschenhaut, das hätte ich nie gedacht. Ich erfuhr, dass biedere Bürger diesen Menschen umgebracht, weil er stets durch sein Verhalten sie zur Raserei gebracht. Denn sie hatten durch sein Reden oft verspottet sich gefühlt, ja und so hat man ihn erschlagen, sich als Richter aufgespielt. Heute trau ich keinem Menschen und ich sehe mich stets vor, schleiche manchmal wie ein Tier, das den Instinkt schon längst verlor. Nur um unverletzt zu bleiben, ohne Wunden zu entfliehen, denn der Strom, in dem wir treiben, weiß noch nicht genau wohin. Wirken Menschen noch so friedlich, ich bin immer auf der Hut, ist die Menschheit auch schon alt, dass